Steven Spielberg ist ein Meister der Inszenierung, vielleicht sogar der Meister der Inszenierung. Besonders was das sogenannte Foreshadowing angeht, also das Anteasen von Sachen, die dann später wirklich eintreffen. Das gibt es in sehr subtilen Varianten, wie in vielen Fantasy-Geschichten, in dem gesagt wird, hier haben wir das Schwert von Azokalabuf und das kann unzerstörbaren Stahl zerstören. Und später bekommen wir einen Gegner, der eine Rüstung aus unzerstörbarem Stahl hat und dann bekommen wir am Ende einen Superheld, der zufällig dieses Schwert tragen kann. Das ist eine ganz simple und plumpe Art von Foreshadowing. Es gibt aber auch die geniale Variante des Foreshadowing und das haben wir in Jurassic Park 1. Ich will behaupten, dass viele von euch das nicht wussten oder zumindest beim ersten Mal gucken auf gar keinen Fall realisiert haben. Worum es dabei geht, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Dr. Alan Hunt. Hund, ach, was für ein Schwachsinn. Weil der Hund mit seinen Knochen hier gerade rumschmeißt, habe ich den Hund eben kurz mal auf seinen Platz geschickt und deswegen war Hund im Hinterkopf. Deswegen kam jetzt Dr. Alan Hunt raus. Heftig gerechtfertigt. Okay, Dr. Alan Grant ist ja im Film mehr so für seine eher trockenen Züge oder auch seinen trockenen Humor bekannt. Man könnte sogar so weit gehen und meinen, dass er so ein bisschen griescremig drauf ist. Er versucht immer den Kindern aus dem Weg zu gehen und ist dann schon sehr skeptisch in vielen Situationen. Was man diesem Mann auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, dass er eigentlich immer eine Lösung für alles findet, auch wenn die ein bisschen kniffliger ist. Erinnert euch mal an die Szene relativ zu Beginn des Films, als die Gruppe mit dem Helikopter auf die Isla Nublar zufliegt und sie schnallen sich alle an und Alan merkt auf einmal, Mist, ich habe ja aber zweimal die weiblichen Stecker und die passen nicht ineinander und kann sich dann eben nicht anschnallen und dann vergurtet er sie einfach und das Ganze klappt doch. Ist ziemlich lustig und habt ihr euch mal gefragt, warum das mit eingebaut wurde? Also ich persönlich muss zugeben, es gab bei mir oft den Moment, wo ich mir gedacht habe, warum zum Teufel sollten da zwei weibliche Stecker nebeneinander sein? Das macht irgendwie so gesehen keinen Sinn. Aus filmischer Sicht, aus dem genialen Kopf von Steven Spielberg gesehen, ist das aber das ultimative Foreshadowing für das, was später passiert. Ich habe ja eben gerade erwähnt, dass man diese Stecker weibliche Stecker nennt. Das sind eben die weiblichen Anschlüsse vom Stecker, die männlichen steckt man eben rein. Warum man das so definiert, ist wahrscheinlich eher klar. Wenn nicht, dann fragt eure Eltern. Von Dr. Henry Wu erfahren wir später, dass die Dinosaurier im Jurassic Park alle Weibchen sind. Und das hat damit zu tun, dass man hier sicher gehen will oder sicherstellen will, dass die Saurier sich nicht fortpflanzen können. Bei dem einen oder anderen sollte es jetzt schon Klick gemacht haben, denn genau das war das Foreshadowing auf das, was später passiert. Steven Spielberg hat in einem Interview gesagt, er fand die Idee eigentlich ganz charmant zu sehen, wie Dr. Alan Grant zwei weibliche Stecker hochhält. Und zwei weibliche Stecker kann man nicht miteinander verbinden, das heißt, die Verbindung funktioniert nicht. Also findet er einen anderen Weg. Eine Alternative, die nicht auf herkömmlichem Sinne vorgesehen war, die aber dennoch funktioniert. Das heißt, zwei weibliche Stecker können zusammengebunden werden und Dr. Alan Grant trotzdem sicher auf der Isla Nublar landen. Das ist ein Foreshadowing auf die Fortpflanzung der weiblichen Dinosaurier, denn auch die können sich natürlich an sich genau genommen nicht fortpflanzen. Allerdings können sie, ähnlich wie Dr. Alan Grant, einen Trick verwenden und dieses System umgehen. Und das machen sie dann auch, indem sie die DNA nehmen, die ihnen eingepflanzt wurde, die von einem Frosch stammt, der sein Geschlecht wechseln kann. Ich muss zugeben, ich wäre da niemals drauf gekommen, wenn ich nicht diese Netflix-Serie hier gesehen habe, denn da werden so ein paar Fakten aus den Dreharbeiten zu Jurassic Park erklärt. Und ich fand das sehr charmant und eigentlich ziemlich clever, das so aufzubauen. Und hier merkt man einfach, wie unfassbar genial Steven Spielberg ist. Das ist eine Sache, die wirklich so unterschwellig passiert, dass es, glaube ich, nicht jedem auffällt. Und jetzt möchte ich, dass du mal ganz ehrlich zu mir bist. Wusstest du, dass die Anschnallszene im Helikopter ein Foreshadowing auf die Fortpflanzung der weiblichen Dinosaurier gewesen ist? Ich finde es aber ein sehr netter Side-Fact. Jetzt könnt ihr jedes Mal, wenn ihr den Film mit einer Freundin oder eben einem Freund seht, könnt ihr dann damit prahlen und sagen, das ist so genial, weißt du, was da der Steven Spielberg gemacht hat? Ist auf jeden Fall ein Fakt, den ich echt cool finde und ich hoffe, es geht euch damit genauso. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr das bereits wusstet, was haltet ihr davon, was haltet ihr generell von Steven Spielbergs Art, bestimmte Sachen anzuteasen? Fallen euch noch andere so geniale Foreshadowing-Szenen ein, auch aus anderen Filmen möglicherweise? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bin ich für heute erstmal raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.